Herzlich willkommen, Sven. Heute folge ich Stefan Dies. Wir haben einen wunderschönen Morgen. Wir werden heute mal ein bisschen unsere Beete ausbauen und später schauen wir mal, was noch anfällt. Sicherlich einige Arbeiten. Ich habe ein bisschen ausgebaut heute Nacht. Ich habe unsere ganze Hütte ein bisschen sicher gemacht. Das heißt, diesen Bereich halt detoniert komplett. Hier kann man noch ein bisschen erfangen, dass wir blieben, reisen. Dann habe ich hier einen Fluchtweg nach oben. Hier ein kleines Gerät, falls ich mal keine Munition habe, dass man mich einschießen kann. Und hier kann man zumachen. Das ist das Eisen. Das hält die ein bisschen auf. Und die Holzteile gehen nachher sehr kaputt, weil die sind dazu brutale Zombies und die zerschlagen alles. Dann kommen sie nicht hoch und ich kann die von hier oben aller Ruhe erledigen. Also mit allen Mitteln, die ich habe. So, ich gehe in meinen Garten, mal gucken. Wir haben hier ein bisschen angebaut. Ich schaue mal ganz kurz rum, ob hier noch irgendwas zu ernten ist. Wir haben hier auch Platz für Pflanzen noch. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, noch ein paar zu bauen. Ich habe 4 Stück. Die werden wir gleich mal aufwerten. Kein bei mir. Gut, das macht nichts. Das geht auch unten zur Not. Ich habe mir 8 Stück gebaut. Beete und baue hier mal 2 ran. Dann werde ich hier 4 hinstellen. Hier werde ich noch 2 dazu. Ja, so, dann habe ich auch schon alle. So, ich habe aktuell keinen Samen, also wir werden mal ernten. Vielleicht können wir auch Samen herstellen, das ist gut möglich. Man muss aber mehrere Pflanzen haben, um auch den Samen herstellen zu können, ne? So. Das ist ein schöner Kaffee. Kürbispflanze. Also Mais habe ich mehr als genug. Von der Wüste mitgebracht. Wächst hier auch. Wurde sogar reif. Und das Ernten bringt sogar XP. Wenn das anzeigt Maispflanze, dann ist es reif. So wie hier Mais Samen, dann ist es nicht reif, logisch. Dann kann man es nur noch wieder einpflanzen. Also ist nicht verloren, ne? Und es muss anzeigen, dass es dass man auch entsprechend hier ernten kann. Wenn man nicht, wenn es nicht anzeigt, dann geht es nicht. So, schau mal. Haben wir alles geerntet. Jetzt schaue ich mal mit Tana, ob wir irgendwas von denen schon mal als Samen mitnutzen könnten. Kürbis. Maissamen. Rezepte. Gut, Kürbissamen geht nicht. Fehlt eigentlich was. Wir gehen mal nach unten, vielleicht haben wir noch ein bisschen da. Tresortür und ich muss euch zeigen, ich habe ja die Munition gesucht. Ne? Ich habe war mir ja sicher, dass ich Munition hatte in großen Mengen. Eigentlich, ich habe die hergestellt und die sind hier drin noch drin. Also, Munition haben wir genug. Auch für den Fall des Falles. Aktuell habe ich hier 81 Hülsen und hier drin sind. 81 da 100, das ist die Ausbeute von gestern im Spiel. Jetzt werde ich immer schauen, eine Ausbau wir weiter nicht. Wir werden mal sehen. Munition kann ich hier rausnehmen. Unsere Pappkam, die hier ist, hier
Die kannst du im Gebäude nicht verwenden. Die macht alles kaputt. Ja, also das, deswegen nehme ich die immer wieder raus. Wenn du mit der schießt, das geht, was du schießt, geht hinüber. So, wir werden mal ganz unsere Nahrungskiste gucken, was wir hier noch an Pflanzen haben. Und wahrscheinlich versuche ich mal, wenn wir jetzt 4 Kürbisse haben, Kartoffeln haben wir jetzt 3. Wird nicht reichen, wir müssen schon 4 haben, ne? Dann haben wir noch Yuccafrucht. Kaffeebohnen haben wir jetzt. Das Kaffeebohnen können wir sicherlich auch Samen herstellen. Das probieren wir gleich aus. So, Kürbissamen haben wir auf jeden Fall. Rezepte. Da fehlt uns noch ein. Aber wir haben ja. Da heben wir auf. So. Yuccafrucht. Samen. Nur einen hergestellt. Das ist gut. Ja, Uhrzeit? Na, ist noch nicht. So, das haben wir, die beiden Samen haben wir schon mal. Dann können wir die Yuccafrucht zurücknehmen. Meist nehmen wir auch zurück, dann machen Pflanzen noch keine an. So, weiter an Pflanzen haben wir noch keine. Kürbis hat nicht gereicht. Kartoffeln noch nicht probiert. Pilze? Auch keine. Na, was brauchen wir dafür? Pilze, Maiskorn, Kartoffeln. Naja, wäre doch was, ne? Aber wir müssen ein bisschen sparen, dass wir was mehr anbauen können. Das brauchen wir nicht, das haben wir genug. Dann nehmen wir das mal rausnehmen, das nehmen wir nach oben, da ist schimmeliges Brot, da können wir Antibiotika herstellen. Ne, die Samen wollen wir einpflanzen. Silber. Ja, nehmen wir hier mal rein. Da haben wir auch. Gut. Chrysanthene. Rezepte. Reicht nicht. Okay, dann werden wir mal die Sachen einpflanzen. Ganz schnell. Heute müssen wir mal sehen, dass wir noch die Munition herstellen und nach oben geht's hier. Die Munition herstellen. Was ganz wichtig ist, Kartoffeln, also das ist jetzt Kürbis. Kürbis ist ja gut, dann nehmen wir Mais raus, ne? Doof. Doof, Entschuldigung. Yuccafrucht. Yuccafrucht. Da wollte ich Pilze machen. Ne? Aber Pilze habe ich noch keine. Machen wir hier so arme Yuccafrucht hin. Nehmen wir die raus. Und pflanzen hier Kürbis hin. Goldrute, das ist Chrysanthene, ja. Schauen wir hier, was da haben. Ich glaube, was entfernt. Kaffee, Tee. Kaffee habe ich da rausgenommen. Dann mache ich Kaffee. 2 hier. Und da Pilze. Da kommt der raus. Na, was sagst du denn? Dann kommt Kaffee hier mit zu. Und
Schauen wir später hier, nehmen die beiden Meißeldinger noch weg. Und da kommt die Bohne hin. Blüht schon. So, Kaffee. Und da kommt hier später mal die andere auch hin. So, ich heute geht's nochmal los. Das heißt, ich habe noch nicht entschieden für was. So. Wir haben ja unser. Da waren wir oben. Ach, da waren wir gewesen. Dann können wir noch ein bisschen erkunden, ne? War das hier? Und hier ist auch noch was zu erledigen. Gehen wir mal raus, ne? Wir müssten ein bisschen was ausbauen, bevor wir losdüsen. Keine Sorge, nicht viel. Ein paar Eisenfallen aufstellen. Habt ihr auch gefunden. Haben wir die jetzt hier am Lager? Wir müssen mal einen Kaffee rausnehmen. Kaffee können wir übrigens Samen herstellen, ne? Oder? Ne, Samen soll ich herstellen. Dann ist das auch erledigt. Dann haben wir das auch. Dann geht es ja kurz mal hoch. Ihr habt ja Zeit, ne? Also jedenfalls. Weißt du, dann wächst der schön gleichmäßig. Den meißen wir hier raus. Aber wir schießen so total wir heute nicht. Und dann nehmen wir hier unser Kaffee. Hier ist den Hügel, nehmen wir auch gleich raus. Und die pflanzen gleich hier ein. Wozu auch wieder gut ist, werden wir sehen. Denken wir zuerst, das ist garantiert was. So, Kaffee. Kaffee. Alles schön in der richtigen Höhe. Aber nicht bücken. Wir sind hier oben einigermaßen sicher, so. Das ist das ganz Wichtige bei. Da drüben war unsere erste, ja, Festung, kann man sagen, kleine, ne? Gut, ich hatte nichts anderes gehabt, außer Holz. Ja, gut. Das hätten wir schon mal erledigt. Jetzt gehen wir ganz kurz wieder runter. So. Und verstauen das mal wieder. Leder können wir eigentlich hier rausnehmen. Müssen wir rausnehmen. Da. Achso, die Munition herstellen. Das ist ganz wichtig. Weil wenn es mal losgeht, dann muss Munition vorhanden sein, ne? Und also brauchen wir immer die Teile. Schießpulver, da haben wir noch Mais. Und das haben wir ein Paket. Öffnen. Jetzt haben wir 1000 Schießpulver. Und jetzt stellen wir mal ganz kurz halt 181 her. Jetzt haben wir natürlich verstauen den Rest, weil das ist, legen wir mal einen Haufen. So, Kaffeesamen, Maissamen legen wir hier mal rein. Das ist nicht ganz so dramatisch. Haben wir genug. So. Was mir fehlt, ich muss auf jeden Fall Wasser holen. Dann wollte ich natürlich die Sachen hier lassen. Neue Kiste. Lassen wir hier. Leder, ja gut, was soll's. Ich suche so gerne. Ach, da sind die Teile, die wir noch verarbeiten wollen. Draußen. Unser Schießeisen. Pappkamm, die werden wir mal reparieren. In der heißen Phase sieht man es kaputt. Gut. Das haben wir noch nicht vor. Ich wollte nicht hier oben bauen, ne? Also ich wollte im Prinzip
Wie ihr nun seht, die Zombies kommen jetzt hoch. Also das klappt schon mal ganz gut. Da bin ich schon sehr zufrieden. Was ich machen muss ist, ich möchte, dass sie es doch nicht so leicht haben, wie aktuell der Fall ist. Und ich muss mal aufpassen, wie ich ihn nicht verletze. Dass hier zum Beispiel an der Mauer nicht gleich ankommen. Mein Prinzip ist halt nicht tragisch, weil ich das sowieso die sollen ja hochgehen an der Mauer, ne? Also in der Richtung. Nun nicht so schnell, ne? Die sollen sich halt ein bisschen aufhalten. Das ist nicht ganz wichtig, dass sie sich wehtun, ne? Also dass sie geschwächt. Die kommen ja sowieso zu viele auf einmal. Die kriegst ja gar nicht gebändigt. So. Da will ich mal meine Axt nehmen. Uns hier mal auf den Weg freiklopfen. Ob wir raus können. Und dann werden wir mal kurz den Weg nach oben versperren, ne? Ja, die sollen ja nicht nach oben gehen, die sollen ja im Prinzip schön fleißig unsere Schießgeräte laufen, ne? Trotzdem stürzt er rein. Gut. Dann können sie hier nämlich, sie sollen hier ruhig reingehen können, da werden sie eh noch einen Weg finden müssen. Und sie sollen es ja nicht so schwer haben, aber auch nicht so leicht. So, da ist ja der Teil Graben, da kommt er nicht gut durch, hoffe ich jedenfalls. Dann werde ich hier mal ganz kurz noch ein paar aufstellen. Da ist jetzt eine Blechplatte. Die nehmen wir weg. So, auch eine Blechplatte. Das ist am Anfang ganz gut, da kann man ein bisschen Ressourcen gewinnen, ne? Schon gefährlich für mich, weil ich bin auch ein Profi, ich verletze mich ganz leicht. Ja, gerade beinahe passiert. Da geht nicht, weil Eisengitter ist. Das lasse ich mal offen. Da wird hier mal. Ah, das mache ich zu. Liste, nun sind schon ein bisschen. So, hier stehen sie auch ganz gerne vor der Wand. Wenn wir hier noch ein bisschen was hinmachen. Wie gesagt, die sollen es ja nicht zu leicht haben. Und da muss ich erstmal durch. Stehen die hier? Also, da ist der Gitter vor, da geht's nicht. Also den Bereich, wo man so eine, wo was gebaut ist, da kann man nichts hinstellen, weil da schon im Prinzip das Feld belegt ist. Machen hier mal zu. Und wenn sie hier doch mal durchbrechen sollten, weil ich das entdecke mal schon, ist Möglichkeit. Zum einen kann ich sie hier noch bearbeiten und zum anderen auch hier, wenn sie vor der Tür stehen. Und von da natürlich auch. Und in dem Falle, wenn das soweit ist, kann ich schon mal flüchten nach oben und dann bin ich hoffe ich in Sicherheit, ne? So, schauen wir mal, was wir verstauen können. Mit dem Schrott die Teile nehmen auch raus,
Das lassen wir auch hier. Stiefel auch. Kohle auch. Magnum haben wir nicht dabei. So, Benzin brauchen wir fürs Moped. Zwar nicht so viel, aber das ist im Grunde egal. Ob wir nun hier 1000 mit haben oder 2000 oder maximal 10.000 können wir miteinander stapeln. So, gut, das wird das. Das Teil nehmen wir nach vorne. Nach unten. In den Handbereich. Und jetzt gehen wir zum Moped. Müsste noch was drin sein normalerweise. Ein Rest. Ich habe nachts gelevelt, aber die Punkte habe ich noch nicht vergeben. Weil für Intelligenz brauche ich 3, ich habe aktuell nur 2. Und hätte ich das jetzt gemacht mit euch zusammen. Weil ich will ja versuchen. Ja, ich hoffe, dass ich Munition herstellen kann. Was nicht so ganz sicher bin, dass das auch funktioniert. Ammunition kann ich nur herstellen mit Messing, aber ich will ja eigentlich vom Messing unabhängig werden und dann hoffe ich, dass ich Stahlmunition kriege. Aber so, ich hoffe, aber bin mir nicht ganz sicher. So, da bringen wir auch noch nach oben. Hier unten will ich keine Kiste haben, die machen alles kaputt. Ich hatte draußen mal eine Kiste gehabt zum Empfang und die war gerade zufälligerweise in der Bahn, wo sie langlaufen, und da haben sie aber alles zerstört. So, dann gehen wir hier oben rein. Da haben wir alle einen Kram. Ich muss irgendwann mal anfangen mit Entrümpeln. Also, das Blöde ist ja, ich will ja nicht ständig von Kiste zu Kiste rennen wegen Sortieren. Ne? Das will ich ja auch nicht. Also. Gut, Antibiotika kann man mitnehmen. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Hat erst noch was. Hier haben wir noch einen schönen Tee. Nehmen wir gleich mit. Das ging Ruhe. Also wer Wasser trinkt zum Beispiel, kann sie mit gegrilltes Fleisch. Ist ein bisschen Risiko, ne? Dass man sich da eine Vergiftung zuholt. Weil das Fleisch schon so alt ist. Aber wir brauchen immer zu speisen, ne? Die Ausdauer ist dafür. Ja. Gegen Ruhe. So, Fleisch. Gut, das haben wir genug gereizt, ne? Mal ganz kurz gucken, wie unser Level aussieht. Hier, also Nahrung haben wir, kleinen Überschuss und Wasser auch. Ausdauer ist auch alles optimal. Ja, und 8 hat mal gestorben, oh je. So, dann geht's mal los. Denken wir, heute werden wir mal. Ja, hier machen wir zu. Da ist zu. Na gut, da können wir auflassen normalerweise. Zur Blutnacht machen wir lieber zu. Und hier machen wir auch mal zu, das ist der Weg nach innen. Die Zombies kommen eigentlich nur hier rein oder wollen hier rein, wenn zum Beispiel ich da bin, ne? So. Ein kleiner Stinker, der Moped. So. Wo fahren wir hin? Wir werden mal hier die Ecke weiter erkunden. Und zwar da nicht. Da ist ein gutes Ziel, ne? Das heißt, wir müssen mal schauen, wie wir am besten fahren. Wir können ja hier geradeaus fahren und fahren mal die Ecke. Oder können wir diese Gebäude auch mal gucken hier.
Da fahren wir in den Gebäuden hin. Da waren wir noch nicht gewesen. Jetzt sind wir noch nicht drinne. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das zu machen. Unsere Basis ist immer ausgebaut. Wir haben Munition. Essen haben wir auch immer genug. Mir ist hier ein schöner Hirsch über den Weg läuft oder ein schönes Wildschwein. Ne? Wasser wollte ich mitnehmen. Ne? Das machen wir gleich. Das ist nämlich ganz wichtig. So. 4 Meter Schnee. Wahnsinn. So. Dann muss ich mal ganz kurz meine leeren Krüge da reinnehmen. Und dann haben wir wieder Wasser. Parat. Und dann. Dann nehmen wir rüber. Das nehmen wir extra nehmen. Ich hoffe, ich verwechsel mit Tee. Wo das eigentlich von der Menge her nicht verwechseln könnte. Ja, das hier vergessen. So. Also ich muss noch Kleidung besorgen, die für Winter geeignet wäre. Ne? Also das immer ganz wichtig. So. Auf geht's. In diesen Gebäuden war ich schon. Denke ich mal fast überall. Und wenn nicht, ist auch nicht tragisch. Ich glaube, da war noch nicht gewesen, ne? Na, ich habe gesagt, ich fahre ins Große. Da war ich schon mal gewesen. Ja, Doc, irgendwie Hunde, irgendwas. So eine Art Pension, wie es denn heißt. Ah, hier. Junge, muss die Bäume auch fällen und nicht stehen lassen. Wird ja auch wärmer. Tschüss. Und da haben wir noch ein paar Gebäude, die recht groß sind und die verlocken. Ne? Ja, gerade auch links noch Polizei. Das war ein bisschen mal zu groß gewesen. Jetzt ist das genau richtig, um da mal zu gucken. Ne? Ah, Police. So. Und dann wir haben verzogen. Ja, muss ich mal anklopfen, ne? Ein bisschen Level muss ich ja noch, aber mit den Zombies leider reicht nicht. So. Ich denke mal, die werden bald hier kommen. Vier Türen. Von oben. Hier können wir auch Leder holen, ne? Das ist den genau richtig, ne? Den nötigen Bums, ne? Dazu kein Messing.
Ich würde ihnen helfen, aber das habe ich jetzt nicht. Weil... Komm mal raus, Junge, komm mal. Ich empfang den mal gleich mal hier. Ihr seht gerade die Zeitbesetzung. Dem Jungs machen wir noch, kurz erledigen und dann geben wir gleich kurze Unterbrechung und dann geht's weiter. Ich möchte ja auch nicht hier die Zeit überziehen so lange. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, es geht gleich weiter. Nächste Folge. Tschüss.